So, neue Aufnahmesession, endlich mal wieder mittags. Ich muss heute nur bis 13 Uhr arbeiten. Wir haben jetzt, ja, 10 vor 2. Da kann ich auch noch ein bisschen aufnehmen, bevor meine Frau auch Feierabend hat. So, wir haben das letzte Mal hier im Scholar-Saarbecken angefangen zu questen. Ich höre Käse. Einmal die Quest abgeben. Meister der Schreckenssäblerjagd, bereit zum Angriff. Bringt Changos Pelz zu Buck Cantwell in Nessingwerrys Basislager. Auf dann. Machen wir doch. Wie kann ich euch helfen? Ein Steak für Jäger. Vorwärts Beenden. zum Sieg. Okay. Was geht euch durch den Hier Kopf? Papayas und so weiter. Da müssen wir erstmal hier raus. Destillierte Wasser sind tief. Schließt den Destillationsprozess erfolgreich ab und bringt Donner Preuß Dschungelpunsch, wenn er fertig ist, zu Schnapsbad Donnerbräu in Nessingwerrys Basislager. Seid auf der So, Hut. wir müssen darauf achten, was er will. Also, hier ist Papaya, Banane, Orange, Druckventil und Kohlenpfanne. Ja, von mir aus kann es losgehen. Na, komm. Also, wir müssen mit ihm hier reden, okay? Ich bin ganz Ohr. Okay, ich bin Bleibt dran. bereit. So. Hier steht man eigentlich recht gut, da kommt man alles dran. Eine Papaya. So, was jetzt? Bananen. Na komm. Wir Kohlenpfanne brauchen wir jetzt anzünden. Bananen dazu. Also das ist jedes Mal eine andere Reihenfolge. Und bloß nicht falsch machen, sonst muss man von vorne beginnen. Druckventil öffnen. Entzünden der Kohlenpfanne. Papaya. Na komm, Bananen. Druckventil. Entschuldigung. Geschafft. Also Orange haben wir gar nicht gebraucht. Können wir auch direkt Ich wieder bin ganz abgeben. Ohr. Bitte schön. Der Geschmackstest bringt Hammett Nessingberry, Hartrius Harlow und Tamara Wackelspross eine Probe von Donner Preuß Dschungelpunsch. Bietet an, genau. Kehrt anschließend zu Schnapsbad Donnerbräu in Nessingwerrys Basislager zurück. Seid auf der Hut. So. Wir Wie geben die hier lange noch kann man ab. uns nicht Meister der bluffen? Krokoliskenjagd. Meister der Krokoliskenjagd, der Plan. Bringt D-Bahn in Nessingwerrys Basislager 5 Sandfarnwedel. Dionys Sakan. So, ihm sollen wir das Ehre, anbieten. König, Freund. Nee, ihm nicht. Siehe den Ehrenfreund. Hä? Hemmets, Hatrius, Tamaras. Also sein Schön, euch Geschmackstest. zu sehen. Erstmal das hier. Meister der Rhinozerosjagd, der Todesstoß. Bringt Farunzorn zu Hemmet Nessingberry in Nessingberrys Mögen Basislager. eure Reisen Äh, zum wir müssen Sieg ihn führen. anklicken und müssen dann hier drauf. So war das.
So, den haben wir. Also doch seiner. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das hier. Da hat sie ihn umgehauen. So, und der letzte ist, glaube ich, hier hinten. Oder auch nicht. Was ist das? Neue Quest. Luftüberwachung. Professorin Calvert möchte, dass sie den Flug zum Landeplatz am See nimmt und dort mit Pilot Wick spricht. Mögen die Reisen sicher sein. Also wir können hier fliegen, wir können aber auch... Warte mal, wo ist denn der letzte? Sand fahren. Da drüben ist der Geschmackstest, okay. Wir fliegen mal darüber, holen uns die 5 Sandfahnen, die wir brauchen. Die sind hier in dem Gebiet. So, und zwar seht ihr hier schon, können wir hier schön einsammeln. So, das. Zwei Stück brauchen wir noch. Das und hier drüben. Hallo? Hier können wir mal die eine Quest abgeben. Okay, also keine Folgequest. Hier bei Tamara müssen wir noch die Dschungelpunschprobe machen. Oh je. Motorenfettlöser. Ich glaube, es hackt. Das habe ich mit Liebe gezaubert. Motorenfettlöser. Unverschämtheit. So, da haben wir das letzte Fahren. Wir brauchen ja auch noch hier Tiere. Ich bin nur die ganze Zeit am Überlegen, sollen wir die alle plündern oder einfach nur durch die Gegend laufen und killen? Komm, wir killen die einfach nur. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, wir killen sie einfach nur und dann plündere ich sie doch. So, den Rest machen wir hier hinten. Muss jetzt gerade überlegen. Da hinten die ganzen Säbelzahntiger und so. Acht Stück brauchen wir noch. Was? 54 hat er. So, und
die letzten. Das war das. Haben wir das auch? So, da hast du deinen Schnaps wieder. Hier. Oh, hat er nur 58 geschafft. Schlimm, schlimm, schlimm. Meister der Krokodilisten jagt der Hinterhalt. Bringt Buschräubers Kiefer zu Deba in Nessingberrys Basislager. So, dann würde ich sagen, wir fangen da drüben an. Hier beim Flussnabel. Da kommt jetzt der Krokolisk. Hier oben kommt das Rhinoceros und hier drüben der Säbelzahntiger. Schreckensäbler. Für den Krokolisken müssen wir uns hierhin begeben. Hier. Und einmal das hier benötigt Fallholz. Ach, wir müssen das hier drüben machen. Hier ist das Fallholz. So, wir verkleiden uns jetzt als Sandfahren. Dann kommt er hier raus. Und das war die erste Quest. Die nächste. Müssen wir da hoch. Und müssen Farun töten. Der läuft hier in der Gegend rum. Wo ist er denn? War der im Wasser hier? Nee. Hä? Nein, nein, nein. 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 Also das war der einzige, der sich bewegt, den wir suchen müssen. Splitterzahnbulle. Ich glaube, da kriegen wir auch eine Quest. Nee. Wo war denn der? Nee, so weit oben war der nicht. Also laut... da ist er doch. Der ist tot. Sauerei. Ja, dann holen wir uns erst Shangos Pelz. Da müssen wir hier rüber. War da nicht auch einer, der sich hin und her bewegt die ganze Zeit? So, Shango ist hier oben irgendwo. Da drüben ist er. So, die Quest haben wir auch. Dann einmal zurück gucken, ob Farun wieder da ist. Er ist immer noch tot. Das ist blöd. Gut, dann würde ich sagen, ich parke einmal hier zwischen. Ah, da ist er. Okay.
Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ja, sonst hätte ich gesagt, wir machen jetzt Schluss und ich warte, bis der respawnt und den hätten wir dann morgen gekillt, aber so geht's auch. So, wollen wir die drei... Ja, wir fliegen jetzt zurück zu Nessingberrys Basislager und geben die Quests dann morgen ab, würde ich sagen. So, da ist Nessingberrys Basislager. Wir haben immer noch keinen Queststrang hier abgeschlossen. Gut, dann bis morgen.